Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch mein Ananas-Kokosmilch-Curry mit Hühnchen in der Actify vorstellen. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Alles für unser Hühnchen mit Ananas und Kokosmilch liegt bereit. Ich habe hier schon mal zwei Hühnchenbrustinnenfilets kleingeschnitten in mundgerechte Stücke. Das sind so um die 300 Gramm hier. Dann werden wir das Ganze gleich mischen mit ein bisschen Chili, mit Curry und mit ein bisschen Salz. Genaue Angaben wie immer in der Infobox. Das werden wir so ein bisschen marinieren. Dann habe ich die Zwiebeln hier schon mal vorbereitet. Oder die Zwiebel, eine große Gemüsezwiebel. Die habe ich in kleine Streifen geschnitten. Dann brauchen wir Ananas hier, Ananasstücke, ungefähr 250 Gramm. Und für die Soße hinterher nehmen wir Ananassaft, gleich von der Ananas aus der Dose. 200 Milliliter Kokosmilch, Speisestärke zum Andicken und ein bisschen Öl für die Zwiebeln zum Anbraten. Und das war's auch schon, da können wir loslegen. So, als erstes mische ich zunächst mal das Hühnchen hier mit dem Curry und dem Chili und gebe auch das Salz dazu und mische einfach nur so ein bisschen, damit sich alles ein bisschen verbindet. So, das reicht auch schon. Jetzt bauen wir die Actify auf, denn wir wollen das Ananas-Kokosmilch-Curry mit Hühnchen ja heute in der Actify machen. Mal gucken, ob das klappt. Actify ist aufgebaut und da können wir loslegen. Die Grillplatte brauchen wir nicht, die können wir rausnehmen. Und jetzt gebe ich einfach meine Zwiebeln hier in die Actify. Teile die so ein bisschen und gebe dieses bisschen Öl dazu. Und dann lassen wir erstmal jetzt die Zwiebeln so gut 5 Minuten anschwitzen. Das reicht erstmal. Also 5 Minuten und dann geht's schon weiter. Auf geht's. Die Zwiebeln fangen jetzt hier an, langsam an auch schon braune Spitzen zu kriegen. Die sind jetzt auch schon halbwegs glasig. Und jetzt geben wir unser Geflügel dazu. Das möchte ich jetzt noch mal ein paar Minuten mit anbraten. Ich gebe kein Fett mehr dazu. Kein Öl, kein Fett. Ich meine, das muss man nicht. Und das lasse ich jetzt noch mal gute 10 Minuten hier mit braten. Und dann kommen die restlichen Zutaten dazu. Nochmal 10 Minuten hier fürs Fleisch. Ich gucke zwischendurch mal rein und das sollte auf jeden Fall reichen. Auf geht's! So, 10 Minuten sind um und ihr seht, oh, das riecht auch schon ganz fantastisch. Ganz lecker nach Curry, nach bisschen spicy Chili. Und ihr seht hier, die Maschine hat da schon wunderbar gebraten. Ihr hört es auch, der Geruch ist toll. Und jetzt gebe ich meine Ananas dazu und die Hälfte, ein Stück, und die Hälfte der Flüssigkeit, also die Hälfte Ananassaft. Oh, gut, die Hälfte. Na, sagen wir 2/3 und 2/3 von der Kokosmilch. Ich habe jetzt nicht gemischt hier vorher, ihr könnt es auch vorher mischen. Und lasse das Ganze gleich 10 Minuten jetzt nochmal erhitzen. Und ich habe hier schon mal meine Speisestärke mit Wasser ein bisschen gemischt. Auch davon gebe ich jetzt erstmal nur einen Teil dazu. Schauen wir mal, wie es abbindet. Und jetzt mache ich die Maschine wieder zu. Ich mische das Ganze noch mal so ein bisschen und lasse es jetzt 10 Minuten köcheln. Und dann schauen wir zwischendurch mal.
So, ich habe mal 12 Sekunden vorher abgebrochen. Ihr seht, das sieht schon ganz wunderbar aus. Das hat alles gut gebunden. Das ist alles schon ganz glänzend und die Masse sieht total schön aus. Ich würde aber trotzdem noch ein bisschen mehr Flüssigkeit jetzt zugießen, denn wer jetzt Reis dazu essen möchte, der braucht ein bisschen mehr Flüssigkeit. Ne? Und ihr seht hier, hier hat also schon die Maisstärke gut gebunden. Na, man sieht es hier, das ist schon ganz wunderbar und es riecht auch ganz wunderbar. Also von der Konsistenz her ganz toll. Ich gieße jetzt trotzdem noch mal ein bisschen Kokosmilch nach, nicht alles, und ein bisschen Ananassaft und dann auch durchaus noch mal den Rest hier meiner Speisestärke und lasse ich das Ganze noch mal 5 Minuten durchrühren und dann ist es definitiv fertig. Also 5 Minuten noch mal und dann 5 und dann geht es an die Vorbereitung zum Probieren. Auf geht's! Ja, ich habe es jetzt ein bisschen abkühlen lassen, mein Hähnchencurry mit Ananas und Kokos. Ich habe es eben schon probiert, wunderbar. Ihr seht hier auch von der Konsistenz, ganz wunderbare Konsistenz. Könnte vielleicht sogar ein bisschen dünnflüssiger sein noch, also nicht ganz so viel Stärke, aber ist schon toll. Ne, wer jetzt noch Reis dazu macht, der gibt noch ein bisschen Flüssigkeit dazu, vielleicht noch ein bisschen Ananassaft oder noch ein bisschen Wasser, ein Hauch, wenn es euch zu dick ist, aber ich finde die Konsistenz toll und ich habe es eben schon probiert, wirklich lecker, süß, nach Curry natürlich, nach Ananas, nach Kokos, ein Hauch Chili, aber genau richtig, also ich finde es sensationell und das Ganze in der Active Fry hier in einem Topf, alles nacheinander, einfach super. Also, hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Und abonniert gerne meinen Kanal und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.